Ja, Sebastian, ich habe ja hier zum Glück den weltbesten Humidor, wo immer alles super gelagert ist, sensorgesteuert. Jetzt nehme ich mir aber Zigarren mal mit nach Hause, weil ich ja so gut wie nie mache. Aber falls, dann sind die ja meistens in Zellophan. Wenn ich die jetzt mal nicht rauchen sollte, was mache ich denn damit, beziehungsweise wie lange kann ich die dann aufheben, ohne dass ich einen Humidor zu Hause habe? Genau, wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, was mache ich mit Zigarren, wenn ich keinen Humidor habe? Wie kann ich die denn vernünftig lagern? Da kommt immer wieder die Frage auf, die berühmte Frage mit dem Kühlschrank. Ist mit Sicherheit umstritten. Gefrierfach wahrscheinlich eher nicht. Gemüsefach hat eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, mag sich für eine Zeit ganz gut eignen. Aber grundsätzlich muss ich erstmal klären, welche Zigarren habe ich denn überhaupt? Sind die schon in Zellophan eingepackt? Sind es kubanische, die sind dann fast nie in Zellophan gepackt und da wird es dann schon schwieriger. Also grundsätzlich kann man natürlich Zigarren ohne Humidor auch lagern. Wichtig ist immer dabei, dass ich eine konstante und entsprechende Luftfeuchtigkeit habe. Die sollte ungefähr bei 70% liegen. So, wenn ich mich jetzt auf Reisen begebe oder auch einfach Zigarren mal eine Zeit lang zu Hause lagern möchte, dann kann ich das am besten machen, indem ich die Zigarren in eine Tüte packe. Und in der Tüte ist es deutlich leichter, für die richtige Luftfeuchtigkeit zu sorgen. Ja, ich könnte jetzt zum Beispiel hier von mir aus ein bisschen reinpusten, auch einen kleinen Befeuchter reingeben, Bovida-System und dann einfach die Zigarren, die ja jetzt, wenn ich sie gekauft habe, die optimale Luftfeuchte aufweisen, packe ich hier rein in so einen Aromaschutzbeutel. Genau, das ist ja Tüte, auch nicht Tüte, also das ist jetzt wirklich sowas wie so ein Ziploc-Beutel, den verschließt man dann luftdicht, ne? Oben sieht man das, und das ist jetzt extra so ein Beutel. Genau, dafür. Da drücke ich hier zusammen, so, und dann ist der luftdicht abgeschlossen und ich kann die Zigarren so auf jeden Fall für ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate lagern, ohne dass da irgendwas passieren wird, ohne dass die zu Schaden kommen. Man sollte dann natürlich nicht jeden Tag reingucken, weil dann geht natürlich auch immer wieder Feuchtigkeit verloren. Genau. Eine andere Möglichkeit ist, es gibt ja auch solche Zipbeutel. Selbe Funktionsweise. Eignet sich natürlich jetzt nur für eine Handvoll Zigarren. Und dann irgendwann schließen die auch nicht mehr. Also, gleiche Funktionsweise, so lassen sich Zigarren auch wunderbar lagern. Hat man jetzt nicht solche Aromaschutzbeutel und möchte zum Beispiel 30 Zigarren in Urlaub mitnehmen, hat kein Humidor oder der Humidor ist einem zu sperrig, dann tut es zur Not auch eine einfache Plastiktüte. Vielleicht sorge ich auch hier nochmal ein bisschen für Feuchtigkeit mit einem entsprechenden Beutel oder ich befeuchte mit einem nassen Tuch und lege dann hier meine Zigarren rein. Wenn die alle zellophaniert sind, kann ich die einfach hier reinwerfen. Wenn es kubanische Zigarren sind, eben ohne Zellophan, dann muss ich natürlich aufpassen, weil die sehr schnell beschädigt werden können oder dann auch zu wenig Feuchtigkeit abbekommen oder vielleicht sogar zu viel. Die sollte ich dann entweder vorher zellophanieren oder nochmal in eine andere Tüte packen und möglichst luftdicht abschließen. Rein damit und ab in Urlaub.